Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier bei Juwelier Etter und Denzel in Konstanz. Mein Name ist Desiree Etter und heute stelle ich Ihnen die brandneue Neuigkeit aus dem Hause Breitling vor, die Superchronomat B0144. Wer unser Video über die Chronomat B0142 schon angeschaut hat, der weiß, wie schockverliebt ich in diese Uhr war und immer noch bin. Sie ist mein wirklich absoluter Favorite aus dem Hause Breitling und dementsprechend groß waren die Erwartungen. Und ich wusste auch nicht wirklich, wie man diese Uhr noch toppen will und wie man diese Uhr noch erweitern kann. Und als dann vor ein paar Tagen die ersten Uhren der Superchronomat bei uns ankamen und ich die Verpackung öffnen durfte und die Uhr wirklich in der Hand hielt, war meine Reaktion genau gleich wie bei der Chronomat auch. Ich war geflasht. Also mein erster Satz war, was sind das für mega Dinger? Also ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich finde die Uhr nicht besser oder nicht schöner. Ich finde sie einfach anders und wirklich ganz besonders. Und was diese Uhr so besonders für mich macht, das zeige ich Ihnen jetzt. Der erste Wow-Effekt kommt, wenn man die Uhr mal in der Hand trägt und ihr Gewicht mal wirklich spüren darf und sich mal vergewissert, was für ein Stück toller Uhrgeschichte man hier jetzt gerade in der Hand hält. Die Superchronomat ist im Gesamtdesign wirklich auch wieder toll gelungen. Die Designsprache ist einheitlich, schön und wirklich stilvoll. Die Uhr würde ich jetzt spontan wirklich als Alltagsuhr bezeichnen. Sie geht ganz locker zu einem T-Shirt, aber auch mal unter ein Hemd. Also da sind einem wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich habe die Uhr schon unter einem Anzug gesehen, fand ich auch nicht verkehrt. Also sie sind da wirklich völlig frei, wie sie die Uhr gerne in Szene setzen. Die Superchronomat gibt es grundsätzlich in drei verschiedenen Farben. In Blau, in Schwarz und auch in einer Goldversion. Wir haben jetzt zunächst die blauen Uhren bekommen und die möchte ich Ihnen heute näher vorstellen. Das Gehäuse ist bei dieser Superchronomat in Edelstahl hier aus gebürstetem Edelstahl. Wir haben einen Durchmesser des Gehäuses von 44 mm bei einer Höhe von 14,5 mm, also schon ein kleiner Brummer. Und ein Lack-to-Lack-Maß von 53,5 mm. Das Zifferblatt der Superchronomat steht auch farblich der normalen Chronomat in nichts nach. Wir haben hier bei diesem Blau auch wieder den wunderschönen Sonnenschliff auf dem Zifferblatt. Das heißt hier, wenn Licht und Sonnenlicht drankommt, dann haben Sie hier einen ganz, ganz tollen Schimmer, der für mich auch einmalig auf dem Uhrenmarkt ist. Also ich habe bei anderen Uhrenmarken so eine tolle Reflexion und so einen schönen Effekt wirklich sehr, sehr selten gesehen.
Die Indizes auf dem Zifferblatt selber sind sehr schlicht gehalten, finde ich sehr gut. Kein großes Tamtam drum, mit einer super Luminova-Schicht, die Sie auch wieder auf dem Minuten- und Stundenzeiger sehen. Der absolute Hingucker auf dem Zifferblatt, das erkennen Sie gleich, ist der rote Chronographenzeiger mit dem wunderschönen geschwungenen B am Ende. Dieses B finden Sie auch wieder als Logo überhalb der Breitling-Aufschrift, wo ich auch wieder sage, das ist wieder so ein Design-Aspekt, wo ich hier wirklich hier ganz toll gelungen finde. Die Datumsanzeige, die versteckt sich ein wenig, nimmt sich sehr im Hintergrund, was mir persönlich sehr gefällt, nämlich auf 6 Uhr. Und die Datumsanzeige ist immer in der Farbe der Totalisatoren eingelassen. Also, wenn ich jetzt das Zifferblatt so anschaue, wirklich wunderschön gelungen. Die Aufteilung, die Größe der Indizes, die Farbe auch des roten Chronographenzeigers. Einfach ein wirklicher Wow. Ja, ich bin, vielleicht merkt man es mir an, auch hier wieder etwas in love mit dieser Uhr. Wenn wir jetzt die Lünette anschauen, ist das eines der Merkmale der Superchronomat. Die Lünette ist nicht in poliertem Edelstahl, sondern sie ist in dieser Variante in Keramik. Das macht sie natürlich sehr kratzresistent, finde ich einen sehr großen Vorteil. Ich spreche da aus Erfahrung. Und die Farbe der Lünette ist wirklich sowohl in Blau als auch in Schwarz, als auch in der Goldversion sehr, sehr stimmig zum Zifferblatt. Also ich finde die Farbeinheit hier wirklich tipptopp gelungen. Was ich auch schön finde, ist, dass die 4 Reiter auf der Lünette nicht einfach nur in Edelstahl gehalten wurden. Nein, man hat auch hier wieder diesen Designaspekt aufgenommen und hat auch hier wieder eine Keramikschicht drüber gezogen. Wirklich finde ich super gelungen. Die Lünette an sich ist wie bei dem Vorgänger, den normalen Chronomat, auch einseitig drehbar. Und wenn wir die Lünette mal betätigen, dann merken wir auch hier, dass sie sehr, sehr satt sitzt. Also wenn wir sie mal bewegen, da rastet sie wirklich immer schön ein. Es macht richtig Spaß, an der Lünette zu drehen. Und auch das Geräusch, finde ich, da merkt man wirklich, dass hier Qualität dahinter steckt. So, und hier sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass auch hier bis ins kleinste Detail alles durchdacht ist. Durch die Farbigkeit der Lünette finde ich, dass die Uhr nochmal ein Tacken präsenter wirkt, also ein Tacken größer. Sie ist zwar nur 2 mm auf dem Papier größer, aber ich finde, wenn man sie direkt nebeneinander hält, die Uhr weitaus präsenter am Handgelenk. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Liebling, dem Herzstück der Uhr, dem B01 Manufakturkaliber. Dieses Kaliber wird von Breitling in-house entwickelt, produziert und eigens auch wirklich verbaut in einem ganz eigenen Gebäude bei Breitling. Wer da mal da war und das mal live sehen durfte, der weiß, was da für Präzision, Arbeit und Liebe fürs Detail dahinter steckt. Und auch hier lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das Chronographenkaliber von Breitling ist auf dem Uhrenmarkt wirklich wegweisend und ein Stück weit auch einzigartig. Das Breitling Manufakturkaliber erkennen Sie an 3 Merkmalen. Zum einen an der Verteilung der Totalisatoren auf dem Zifferblatt, nämlich auf 3, auf 6 und auf 9 Uhr. Das zweite Merkmal des Manufakturkalibers ist der wunderschöne Saphirglasboden auf der Rückseite der Uhr. Und ich sage immer dazu, man kann dem Herz beim Schlagen zusehen. Wenn Sie sich mal am Abend mal in einer ruhigen Minute hinsetzen und die Uhr mal von hinten wirklich in aller Ruhe betrachten, da
es ist schon faszinierend und wirklich wahnsinnig, was da für eine Technik dahinter steckt und wie viel Präzision da einfach verbaut ist. Also für mich immer wieder, ja, unfassbar. Das dritte Merkmal eines B01 Manufakturkalibers ist die farbliche Abhebung der Totalisatoren auf dem Zifferblatt. Das heißt, bei dieser Variante hier haben wir die graue Farbe zum blauen Zifferblatt und das wiederum ist für mich nochmal in der Designsprache nochmal tipptopp ausgearbeitet, weil die Uhr jetzt an sich eine Einheit bildet. Ich habe ein Edelstahlgehäuse, habe die silbernen Totalisatoren und ansonsten die blaue Uhr. Also wirklich super gemacht und auch nochmal eine Weiterentwicklung zu Chronomat, denn dort haben wir ja mit dem blauen Zifferblatt die dunklen, die schwarzen Totalisatoren. Also auch hier einfach wieder eine Ebene weiter. Das Chronographenwerk hat natürlich jetzt auch die Start-Stopp-Funktion, die wir uns anschauen wollen, nämlich als weiteren Unterschied zur Chronomat. Diese Chronographenfunktion oder diese Start-Stopper und der Rücksetzungsmechanismus, die sind verschraubt. Warum? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass auch diese Start-Stopper und die wunderschöne Krone hier ebenfalls in Keramik gehalten sind und deshalb ich hier diese Verschraubung erstmal aufschrauben muss. Auch hier beim Schrauben merkt man wieder, auch die Einzelteile sind wahnsinnig schön verarbeitet. Und jetzt habe ich diese Optik. Und jetzt betätige ich die Start-Stopp-Funktion mit dem oberen. Auch hier wieder ganz satt, ein ganz sattes Knacken, wie bei dem Vorgänger auch schon. Gefällt mir wahnsinnig gut, weil man da wirklich arbeiten muss. Und jetzt läuft der Zeiger, der rote Zeiger, zum Stoppen. Betätige ich ihn wieder und der Rücksetzungsmechanismus mit dem unteren Startstopper und schon habe ich die Zeitmessung wieder auf Null. Dann drehen wir die Startstopper, die Schrauben wieder rein und haben dann wieder den kleinen Keramikeinsatz. Daran erkennen Sie, dass die Schrauben eingedreht sind. Die Zwiebelkrone der Super Chronomat ist ebenfalls aus Keramik und hat nur oben das Edelstahlelement mit dem wunderschönen Breitling B. Zu guter Letzt noch ein absolutes Highlight der Uhr, sowohl bei der Chronomat als auch bei der Super Chronomat. Und zwar das wunderschöne Rouleau-Armband. Für mich wirklich eines der schönsten Armbänder, die es auf dem Markt gibt. Warum? Naja, also zum einen ist für mich immer die Optik sehr wichtig. Und da finde ich wirklich, hat Breitling einen Meilenstein auf dem Armbandmarkt gesetzt, wenn man so möchte. Das Armband hat ein wunderbares Spiel zwischen hochglanzpolierten Flächen und den gebürsteten Flächen. Also wirklich sensationell schön. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich der angenehme Tragekomfort mit diesem Armband. Ich habe nur positive Rückmeldungen. Das Armband fühlt sich so leicht an, so angenehm zu tragen. Da zwickt nichts, da werden keinerlei Härchen eingeklemmt, weil die einzelnen Armbandglieder wirklich so präzise verbaut worden sind. Also wo ich hinhöre, wird meine Begeisterung geteilt. Dieses Armband hier kommt mit einer Butterfly-Schließe. Das heißt, wenn die Schnalle geschlossen ist, dann sehen Sie von außen eigentlich nichts, bis auf den Breitling-Schriftzug und das schöne Breitling B auf der anderen Seite. Und so erkennen Sie dann, aha, hier wird die Schnalle quasi geöffnet und wieder geschlossen. Auch die Schließelemente, finde ich, da merkt man die Qualität. Da wackelt nichts, da ist nichts irgendwie wabbelig oder so, sondern das sitzt alles satt, so wie es sein muss, wenn man so ein tolles Qualitätsprodukt in der Hand hält. So, aber
Also ich war geflasht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, was die Superchronomat jetzt auch hat, ist ein Kautschukarmband. Also ja, ich wusste nicht, wie ich das, also bevor die Uhr ankam, wusste ich nicht, wie ich es finden sollte, weil ich nicht weiß, wie man so einer schönen Uhr, so einem tollen Gehäuse vor allem, ein Kautschukarmband vermachen musste. Und ich war, ja, skeptisch würde ich es jetzt nicht nennen, aber gespannt, wie sie es gelöst haben. Und also ich muss sagen, das ist einfach phänomenal schön. Einfach nur schön. Das Kautschukarmband ist ganz weich und ganz flexibel. Also man kennt es ja eigentlich von anderen Uhrenmarken, dass das Armband eigentlich sehr, sehr starr ist. Aber ich kann hier wirklich alles in alle Richtungen drehen. Ganz leicht, ganz easy. Und auch wenn ich das Kautschukarmband in der Hand habe oder am Handgelenk trage, dann finde ich das ganz angenehm. Man schwitzt nicht drunter. Man, ja. So viel mal zum Tragegefühl. Was ich auch der absolute Knaller finde, ist das Design. Also ich habe hier auch wieder unterschiedliche Elemente auf dem Kautschuk, was sicherlich eine Mordsarbeit war. Ich habe hier ganz glattes Kautschuk an den Seitenrändern und habe dann in der Mitte eine erhabene Fläche, die den zum einen den hochglanzpolierten kleinen Flächen auf dem Edelstahl-Rouleau-Band nachempfunden ist. Und ich habe eine, ja, ich würde es jetzt mal Weboptik nennen. Also eigentlich habe ich drei Elemente auf dem Kautschukarmband. Glatt, dieses hochglanzpolierte vom Rouleau-Armband und diese Weboptik. Und alles in allem, wenn ich die Uhr von weitem weg betrachte, fällt es nicht auf, dass Kautschuk ist. Also positiv überrascht. Die Kautschukschnalle kommt auch mit einer Faltschließe, die auf der Oberseite dann nochmal mit einer Dornschnalle versehen ist, wo man dann das andere Ende so versorgt. Und dann habe ich hier eben den Faltschließmechanismus qualitativ wirklich super gelöst. Also ich muss sagen, ich bin auch leicht verliebt in diese Uhr hier mit dem blauen Kautschukband und dem blauen Zifferblatt und kann das auch nur jedem sagen, wenn er mal die Möglichkeit hat, diese Uhr zu tragen, dann probiert das Kautschukarmband. Bitte, bitte, bitte. Fazit. Hat diese Uhr den Namen Superchronomat verdient? Ja, hat sie. Diese Uhr ist nicht besser als die Chronomat, aber anders. Eine Ebene weiter, würde ich sagen. Und durch diese unterschiedlichen Designelemente und diese wahnsinnig tolle Farbsprache hier ist diese Uhr einfach mehr als gelungen. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt und davon überzeugt, dass die Uhr einen Durchbrecher gibt auf dem Markt und habe auch bei uns schon die ersten Anfragen. Grüße nach Österreich. Und ich lade Sie jetzt wirklich herzlich ein. Besuchen Sie uns in Konstanz. Probieren Sie diese Uhr mal live am Handgelenk aus. Schauen Sie sich den Unterschied an zwischen der Chronomat und der Superchronomat. Und ja, bin wirklich sehr, sehr gespannt auf Ihr Feedback. Lassen Sie mir Kommentare da, vor allem Likes, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Und wir sehen uns wieder mit den Superchronomat-Uhren mit dem 4-Jahres-Kalender. Also, machen Sie es gut. Bis bald, Ihre Desiree Etter.